Flutlicht und Berlin-Liga. Gibt es etwas Schöneres am Mittwochabend? Natürlich nicht. Im Nachholspiel des 18. Spieltags empfangen die Füchse Berlin den SV Tasmania. Bei den Gästen, die auf Tabellenplatz 2 rangieren und damit klarer Favorit im heutigen Spiel sind, ist natürlich Romario Hartwig mit von der Partie. Und der 20-Tore-Mann sollte auch direkt im Mittelpunkt stehen. Hier noch erstmal ein Fallrückzieher von René Robben und da ist Romario Hartwig. Im letzten Spiel hatte er einen Dreierpack erzielt. Heute benötigt er gerade mal 3 Minuten, um seine Trefferqualitäten unter Beweis zu stellen. Für ihn ist es das 21. Saisontor. Und Tasmania macht keine Anstalten, die Gastgeber hier überhaupt ins Spiel kommen zu lassen. Ganz im Gegenteil, das ist Fabio Engelhardt und das ist das frühe 0:2. Was für ein Fehlstart für die Füchse Berlin. Der Tabellen 18. hatte sich einiges vorgenommen, doch mit so einem Start hatte man mit Sicherheit nicht gerechnet. In der Folge aber kommen die Füchse etwas besser ins Spiel und haben hier die erste Halbchance durch Toni Mielke, unseren Spreekick-TV-Redakteur. Doch wirklich gefährlich wird das nicht. Weiter geht's. Mielke und sein Team wollen jetzt den Anschlusstreffer und hier wird der 24-jährige Sechser zu Fall gebracht von Felix Robrecht. Der Schiedsrichter zeigt vollkommen zu Recht auf den Punkt. Robrecht trifft Mielke klar am rechten Fuß. Der darauffolgende Elfer ist dann natürlich Chefsache. Steven Haubitz verwandelt sicher gegen Robert Schelenz und trifft zum Anschluss für die Füchse Reinickendorf. Das 1:2 ist dann auch der Halbzeitstand. Und auch nach der Pause stehen die Entscheidungen von Schiedsrichter Philipp Gentsch im Mittelpunkt. Denn für diesen Zweikampf verkündet er erneut Strafstoß. Die Gastgeber sind natürlich nicht ganz zufrieden mit der Entscheidung und, naja, über die Szene lässt sich zumindest streiten. Nichtsdestotrotz, es gibt den Elfer, das ist eine Sache für Emre Demir, der Gefaulte verwandelt sicher unten rechts. Keine Chance für Steven Schulz im Tor von den Füchsen Berlin. Mit seinem 9. Saisontor stellt der 1,70 große Zehner den 2-Tore-Vorsprung also wieder her und in der Folge ist die Gegenwehr des Tabellenletzten dann auch gebrochen. Es passiert nicht mehr viel in diesem Spiel, nur noch eine Chance gibt es für Emre Demir, der hier sein 10. Saisontor verpasst. Aber im Endeffekt wird es ihm egal sein, denn seine Tasmania gewinnt bei den Füchse Berlin Reinickendorf mit 3:1. Und schießt sich somit auf Platz 1 der Berlin-Liga. Nach dem Spiel hat uns Gästetrainer Tim Jauer das Geschehen nochmal kurz zusammengefasst. Wir kommen gut ins Spiel, gehen schnell 2-0 in Führung, können dann vielleicht den Sack zumachen, mehrfach, kriegen dann einen Vorlaufmeter gegen uns gesprochen und den Haubitz mal wieder souverän einhaut. Und von daher, da wurde es ein bisschen hektischer, sage ich jetzt mal. Aber wenn man ehrlich ist, wenn man das Ganze, den ganzen Spielverlauf sieht, wurde Füchse uns nicht wirklich gefährlich. Es war zwar immer ein offener Schlagabtausch, aber richtige Torchancen hatten sie am Ende nicht wirklich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.